Hallo Freunde und wieder einmal willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ich befinde mich jetzt hier in der Nähe von Pell's Tor und auch der Festung Heimstadt und bin ja zu Fuß unterwegs nach Bravil. Und ich sehe auch hier in der Nähe ist gleich irgendwo wieder eine Höhle, aber bevor es losgeht, möchte ich noch eine Sache kurz erklären, beziehungsweise eher berichtigen, was in einem früheren Part gewesen ist. Und zwar bin ich ja bereits beim Schrein des Dedra-Fürsten Malakat gewesen, hier bei Malakats Schrein. Und da hieß es ja von diesem einen Ork dort, dass ich ihn irgendwie überzeugen soll, dass ich innerlich hässlich bin. Und dann habe ich eben gesagt, dass man sich ja da irgendwie mit Tränken oder so hässlich machen muss, irgendwie, dass man auch sein Charisma senkt, aber das ist jetzt nicht ganz richtig, ja. Ich habe das nämlich mit einem anderen Dedra-Fürsten verwechselt, also bei Malakats Schrein muss man was ganz anderes machen, dass man für die Dedra-Quest zugelassen wird. Das, was ich gemeint habe, das gibt es zwar schon, aber nicht bei Malakat, sondern bei einem anderen Dedra-Fürsten. Das habe ich jetzt nämlich leider verwechselt, also das tut mir leid, bei Malakat ist das nicht der Fall. Das habe ich, wie gesagt, verwechselt, weil das so ähnlich geklungen hat. Und dann habe ich jetzt nach langer, langer Zeit, also eigentlich seit ich das Spiel besitze, das ist ja doch schon ein paar Jährchen, weiß ich, oder besser gesagt, wusste ich bis heute nicht, dass es möglich ist, Leichen aus dem Spiel zu entfernen, weil das Spiel selber macht das ja nicht. Ne? Also ich kann euch ja mal zeigen, da vorne bei der Festung Heimstadt liegen ja immer noch die Leichen von den von mir getöteten Banditen rum und das Spiel entfernt sie ja irgendwie nicht, ne? Die bleiben hier einfach liegen, da vorne liegt das schon. Und jetzt habe ich aber in einem Oblivion-Forum gelesen, dass es mit einem Cheat möglich ist, Leichen aus dem Spiel zu entfernen. Und das hätte ich jetzt eigentlich auch gerne vor. Das kann ich euch an dem Typen gleich mal demonstrieren. Erstmal trotzdem Federzauber. Ich meine, seine Ausrüstung hier, das kann ich mir auch abnehmen. So. Also, um Leichen aus dem Spiel zu entfernen, ganz egal ob von toten NPCs oder von toten Tieren und Monstern, man aktiviere wieder die Cheat-Konsole, klicke die betreffende Person oder Kreatur an, so dass hier oben halt der Name steht, und dann gibt man das englische Wort Disable ein und bestätigt mit der Eingabetaste. So, und seht, die Leiche ist weg. Einfach verschwunden, das Spiel hat sie gelöscht. Und das sieht doch irgendwie viel besser aus, als wenn hier überall die ganzen Leichen rumliegen. Vor allem, wenn ich noch zurückdenke an Lailes Qualitätswahn an Will, wo da die drei Typen mitten auf der Treppe tot rumliegen, das sieht schon ziemlich eklig aus. Also, endlich gibt es doch eine Möglichkeit, auch wenn es nur mit einem Cheat funktioniert, ich meine, das finde ich jetzt wirklich nicht schlimm, aber man kann eben doch tatsächlich solche toten NPCs und Kreaturen aus dem Spiel löschen. Was ich persönlich sehr gut finde, weil es hat mich bisher immer gestört. Und ich gehe jetzt auch nochmal in die Festung Heimstadt rein, wo ich eigentlich schon drin war, aber ich gehe halt jetzt nochmal rein, weil ich jetzt wieder mehr tragen kann, um mir noch die restliche Beute zu schnappen, weil hier drin waren ja so viele Marodeure, die ich jetzt alle umgebracht habe. So, oder hier zum Beispiel die tote Ratte, da kann ich mir auch noch das Rattenfleisch als Beute nehmen und auch hier wieder die Ratte anklicken, dass oben Ratte steht, und auch wieder Disable, zack, und die Ratte ist weg. Und zwar für immer, kommt auch nicht mehr wieder. Finde ich richtig toll, also ich habe das wirklich nicht gewusst, ja. Ich besitze das Spiel jetzt, glaube ich, seit 2008 oder so, besitze ich Oblivion, und seitdem wusste ich nie, dass das möglich ist. Ich habe mich früher immer geärgert, Mann, wieso löscht Oblivion selber, also das Spiel selber, warum löscht es die Leichen nicht nach irgendeiner Zeit, aber ist leider nicht so. Aber wenigstens kann ich damit nachhelfen, und ich hoffe, dass das niemanden stören wird. Im Gegenteil, ich finde es persönlich einfach besser. Wow. Wenn die hier weg sind, hier zum Beispiel, ne, die liegt hier auch noch so rum, ich meine, hallo. Im echten Leben bleiben tote Menschen doch auch nicht einfach überall liegen, die werden ja auch irgendwann mal bestattet, also weg mit dir. So, gibt's ja nicht. Hier liegt auch noch so ein toter Argonier. So, marode Bogenschütze war das mal. So, Disable, zack. Ja, es funktioniert mit absolut jedem toten Charakter. Also auch mit, ihr habt ja gesehen, mit der Ratte funktioniert es auch, also es geht mit Tieren und Monstern und auch mit NPCs. So, oder hier mit dem Hund. So, kann man genauso verschwinden lassen. Zack, und weg. Das ist ja einfach ein wenig aufgeräumter aussieht. Das hat mich wirklich immer schon gestört. Das ist eines der wenigen Sachen, wo ich mir denke, Mann, warum haben die Entwickler das nicht besser gelöst? Aber wenigstens funktioniert es damit. So, hier unten.
So, ich gehe immer falsch. Hier unten ist ja nichts. So, also wie gesagt, ich hoffe, das geht für euch alle in Ordnung, dass das jetzt wirklich niemanden stört, wenn ich hier die Leichen entferne. Weil, wie gesagt, für mich persönlich, ich finde das einfach nur dumm, wenn die hier überall rumliegen. So, wartet mal, wo ging's denn nochmal? Umgebungskarte, wo ging's denn nochmal? Ah ja, hier hinten. In die Passagen will ich auch nochmal rein. Und dann noch in den alten Bereich. Da, wo noch die anderen Typen rumliegen. So, hier hinten. Hier. Gut, da müsst ihr auch noch, wo wir rumliegen. Ist gar nicht hier unten. Wow, Alter, hier noch eine Falle ausgelöst. Zum Glück hat sie mich nicht getroffen. Hier ist überhaupt nichts. Ne, hier ist einfach nur eine Sackgasse. Nicht einmal irgendeine Truhe, gar nichts. Aber macht nichts. So, hier ist noch so ein toter Hund. Ey, komm. Verschwinde. Naja, schon wieder eine Pfeilfalle. So blöd bin ich auch wieder nicht. So, hier. Okay, die Ratten. Ja, meine Güte. So kleinere Tiere wie Ratten oder so, die kann ich meinetwegen auch hier liegen lassen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt entfernen. Aber Menschen, wie gesagt, tote Menschen, die... Hier zum Beispiel hier die Ork-Marodeurin, der nehme ich jetzt noch alles ab und dann kann sie verschwinden. Dann kann sie meinetwegen zur Hölle fahren oder weil sie war ja böse, ne? Die kommt sicher nicht in den Himmel. So, hier geht es jetzt noch in den alten Teil noch einmal kurz rein. Da wo der Anführer war, dieser Marodeur-Kriegsfürst. So, gleich hier vorne liegen die ja alle. Ja, hier, Marodeur-Kampfmagier, gib her. So, du darfst auch ins Jenseits. Disable, zack und weg. So, da liegt er noch. So, so, so und zack. Disable und verpiss dich. Gut, und hier haben wir noch die Bogenschützin. Genau, so. Weg damit und auf Nimmerwiedersehen. Und das war's. Jetzt sind hier alle weg. Hier habe ich eigentlich eh alles schon beim ersten Besuch mitgenommen gehabt, bis auf das bisschen, was mich nicht wirklich interessiert. Ja, okay, na dann kann ich jetzt wieder gehen. Also wie gesagt, einfach Cheat-Konsole öffnen, betroffene Person oder Kreatur anklicken, Disable eingeben und die Leiche verschwindet. Richtig praktisch. Wenn ich das früher gewusst hätte, ey. Das hätte mir... Naja, ich meine... Ich finde, das Spiel schaut dann einfach besser aus. Ich meine, es ist einfach unlogisch, wenn da ständig nur die Leichen rumliegen und vor sich hin gammeln. Deswegen werde ich das in Zukunft auch so lösen, ja. Und gut, bei irgendwelchen Orten, wo ich vielleicht eh nie wieder hingehe oder irgendwie so, ist vielleicht egal, aber wenn das jetzt irgendwo in einer Stadt oder so ist, mitten in einem Laden, wie zum Beispiel in Anvil bei Lelles Qualitätswaren, das ist ja dann nun wirklich nicht angenehm. Sieht einfach nur doof aus. Hier liegen immer noch die drei Typen auf der Treppe rum. Wenn ich dann das nächste Mal wieder in Anvil bin, werde ich die aus dem Spiel entfernen, weil... Braucht ja keiner mehr, die sind ja schon tot. So, also, raus hier. Gut. Hä? Das klingt jetzt, als hätte hier wer Hallo gesagt? Ist hier jetzt noch jemand? Tatsächlich, gehört nicht, warte, mein Feind, denn ist jetzt bloß da oben ist noch wer. Aber ich war doch schon mal hier oben. Das klang so komisch. Das wäre hier irgendwo noch so ein Marodeur oder Bandit oder sonst was. Aber hier... Nee, hier ist es sonst nichts. Was soll denn das schon wieder? Ihr wollt mich doch veralbern. Ah ja, genau, hier liegt ja auch noch wer. Ne? Hier, Bandit. So, gib her den... Ach so. Von wegen zu schwer belastet. Federzauber. So, und du kannst ebenfalls verschwinden. Zack und weg. So mag ich das. So, hier... Ach ja, da habe ich eh schon überall reingeguckt. Okay. Na gut, dann... geht es jetzt weiter in Richtung Braville zu Fuß. Hier war jetzt ja irgendwo eine Höhle auf dem Kompass schon sichtbar. Irgendwo. Da drüben.
Genau da vorne. Weil hier haben wir ja eh die Weggabelung. Also, nach Braville geht's allerdings dort lang und nach Lea Wien geht's da lang. Ich will aber trotzdem wissen, was das dort für eine Höhle ist, ja? Ich will nur sehen, wie weit die weg ist. Was das überhaupt für eine Höhle ist. Ich meine, ich merke mir hier auch nicht jeden Ort. Es gibt so dermaßen viele Orte, die man entdecken und erforschen kann. Okay, die Hornhöhle ist das gut. Hauptsache, die ist auf der Karte drauf. Dann geht es jetzt, wie gesagt, weiter nach Braville, auch wenn es regnet. Ist mir doch egal. Genau. Braville. Oder? Stimmt das jetzt überhaupt? Nee, Moment mal. Hä? Nee, das stimmt doch eh. Das zeigt ja beides nach dort. Braville und Lea Wien. Ich meine, da drüben, was dort ist, keine Ahnung. Hätte ich ja gar nicht umkehren müssen, ich Blödi. Na gut. Dann geht's hier weiter, ne? Südosten. Genau. Geht's doch eh nach Braville. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Die Pfeilspitze zeigt doch eh hierhin. So, und da vorne sehe ich sogar einen Wasserfall. Und hier... blauer Eisenhut. Ziemlich mieses Wetter gerade. Fliegenpilz. Oh, ein kleines Gewitter. Naja, meine Güte. Aha, ist noch eine Höhle. Die könnte direkt beim Wasserfall sein. Sieht irgendwie so aus. So, was ist... Achso, da vorne ist noch ein Hirsch. Ah, der. Der kann mich mal. Brauche ich nicht. So, ich will nur gucken, was das hier vorne für eine Höhle ist. Und hier ist sowieso eine kleine Brücke sogar. Was haben wir denn hier? Oh, da vorne ist ein Kobold. Die Holzkohlenhöhle ist das. Okay. Na dann. Stirb, du Sau. Alter, stirb. So. Was zum... Oh, hier ist eine Nierenwurz. Cool. So. Komm her, Koboldgalle. Aber irgendwas ist hier noch. Wow! Oh mein Gott, da ist noch einer. Alter. Tot. So, das hast du jetzt davon. Tut mir leid, dass es schon wieder ein wenig ruckelt und... Oho, ich bin ja schon wieder in der Nähe von einem... Ja, seht ihr das auch beim Kompass so ganz blass? Ein weiterer Daedra-Schrein ist hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, ich weiß auch, wessen Schrein das eventuell sein könnte. Jetzt ist hier schon wieder irgendein Vieh. Wow, mein Gott! Ein Troll! Holy moly! Stirb! Alter, ein Troll! Ganz neu. Und hier, die haben Trollfett als Beute. Wow. Ja, Trolle tauchen, glaube ich, erst auf, wenn man mindestens auf der Stufe 6 ist. Ich bin sogar schon auf Stufe 8. Ich würde mich freuen, wenn ich dann zumindest mal bald die Stufe 10 erreiche, weil dann, ja, dann kann ich zumindest ein paar Daedra-Quests schon machen. Ich meine, ich könnte auch jetzt schon die eine oder andere sogar schon machen, ja? Also ein paar wenige kann man auch auf relativ niedriger Stufe schon erledigen. Ah, da vorne ist er schon, der Schrein. Ich wusste doch, dass es der ist, von dem ich dachte, dass es ist. Das ist nämlich Hirsins Schrein. Das ist der Daedra-Prinz der Jagd. Hier. Der sieht doch, danach aus... Oh, bin ich zu schwer belastet? So, der hat hier einen Wolf und hier, er selbst, hat einen Menschenkörper, kann man sagen, und den Kopf von einem Hirsch und trägt noch einen Speer in der Hand. Ist, wie gesagt, der daedrische Prinz der Jagd und... Alter, ey, was für ein Sauwetter. So. Ihr geht zum Schrein von Hirsin. Seid ihr Jäger? Oder seid ihr Beute? Ich bin Jäger. Glaubt ihr, ihr seid ein Jäger? Dann geht zum Schrein von Hirsin. Bringt unserem Herrn ein Opfer. Bereitet ihm ein Opfer. Das Fell eines Bären oder eines Wolfes. Dann wird Hirsin euch vielleicht als würdig erachten. Oder vielleicht lernt ihr, was es bedeutet, gejagt zu werden. Quest angefügt Hirsin. Kennst du doch irgendwelche Gerüchte? Wir bedrohen niemanden. Warum könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, ist ja schon gut. Vergesst nicht, dies ist ein heiliger Ort. Das sowieso.
Okay, also. Die meisten Dedra-Fürsten wollen ja immer eine Art Opfergabe haben, also irgendetwas, was ich denen bringen muss, was ich hier am Schrein darreichen soll, damit ich überhaupt zugelassen werde. Und natürlich spielt auch noch meine Stufe, also mein Level eine Rolle, und bei Hirsin bin ich auf jeden Fall noch unterlevelt. So, Hirsin verlangt, dass ein mächtigerer Champion diese Mission beginnt. Also obwohl ich jetzt den Wolfsfell im Inventar habe, bin ich noch zu schwach. Ich glaube, bei Hirsin muss man sogar mindestens auf Stufe 17 sein. Also das dauert noch verdammt lange, bis ich soweit bin. Und hier ist irgendwo ein Lager. Irgendwo da unten. Aber immerhin habe ich den Schrein schon mal gefunden. Wie gesagt, um die Dedra-Quest werde ich mich später bei Gelegenheit noch kümmern. Und irgendwo hier muss schon wieder was sein. Ich höre was. Boah, schon wieder ein Troll, und in dem stecken auch ganz viele Pfeile drin. 7 Stahlpfeile stecken in einem Troll? Hm, der ist vielleicht irgendeinem Jäger über den Weg gelaufen. Sonst stecken da nicht umsonst Pfeile drin. Ich war das nicht. Das war irgendjemand anders. Ja, es kann oft sein, wenn irgendwelche Monster da durch die Gegend laufen und dann NPCs anfallen, dann kämpfen die natürlich gegeneinander. Und ich habe das Süßwasserlager gefunden. Und hier ist niemand. Nö? Ne, hier ist nur ein paar kleine Säckchen. Oh, Brot, Karotte und Reis. Sehr lecker. Und hier ein Silberkrug. Okay. Aha, und hier muss irgendwo eine Eileidenruine noch sein. Gleich hier. Hier muss noch irgendwo eine Eileidenruine sein. Guckst du hier? So, welche ist denn das? Schauen wir mal. Ihr habt gefunden Sardavaled. Ah ja. Schön. Schön, schön, schön. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, sehe ich gerade. Ich wollte doch nach da unten. Ich muss nach Süden. Ich sollte überhaupt mal warten. Hey, ihr könnt nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Super. Ich will aber warten. So, was ist hier? Wer kommt hier? Ha, wer? Wer will auf die Fresse, ha? Zeig dich. Ja, wow. Alter, Bandit. Stirb, du Sack. So, tot. Alter, was hat denn der dabei? Einen Silberkriegshammer. Ey, der wiegt 48. Das kann ich ja gar nicht mehr mitnehmen. Fies. So, bei ihm selber, das könnte ich theoretisch... Nee, auch nicht. Ja, doch, natürlich, das kann ich schon mitnehmen. So. Mann, der schöne Silberkriegshammer wiegt viel zu vieles, dass ich ihn jetzt mitnehmen könnte. Und ich kann mir, glaube ich, auch noch immer keinen starken Federtrank oder irgendwie sowas brauen, oder? Feder... Heilige Lotussamen? Nee. Oh, ist das dumm. Das geht nämlich nicht. Ach, Scheibenkleister. Bin ich wieder zu schwer belastet. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Ich meine, ich kann eines machen, ich kann der Leiche hier was geben. Irgendwie, weiß ich nicht. Eisen, die Eisenpfeile, zum Beispiel die ganzen blöden Pfeile, die sind eh unnötig. Und das. Meinetwegen auch ein paar Eisenstiefel oder den Schild. So, jetzt hat er dort ausgerüstet und jetzt lösche ich den Typen trotzdem. Disable. So, und jetzt... Ah, wo? Hey, jetzt ist die Waffe auch weg. Oh, leck mich doch am Sack. Da vorne ist irgendwer. Da sehe ich eine Fackel. Das ist wieder ein Reiter. Ja, das wusste ich jetzt gar nicht. Der liegt ja hier nicht mehr. Jetzt ist der Silberkriegshammer weg. Okay, das war natürlich jetzt fail, aber das konnte ich ja nicht wissen. Also, selbst wenn Waffen von irgendeinem NPC am Boden rumliegen und man versucht, den mit dem Disabled Sheet zu löschen, verschwindet die Waffe auch gleich. Toll. So, da vorne ist wieder jemand. Na los, komm her, du Arsch. Wieder ein Marodeur. Tot. So, jetzt gib her diesen Scheiß. Stahlclaymore. Gut. Boah, etwem er Brustharnisch. Wiegt 40. Das ist mir dann doch zu schwer. Ja, was soll's. Dann geh doch einfach sterben. So, verschwinde. Also, was ist denn das hier schon wieder für eine Festung? Jetzt haben wir wenigstens schönen, klaren Himmel und hier könnt ihr wieder den Mond sehen. Ich glaube, ich weiß auch, warum der in dem einen Part so dunkel ausgesehen hat. Ne? Es gibt
gibt doch auch in dem Spiel Neumond und Vollmond und Halbmond, ne? Mondphasen gibt's auch hier. Ich bin nicht so schwer belastet, wenn ich das mal sagen darf. So. Also, was für eine Festung habe ich hier bitte gefunden? Außerdem möchte ich gerne warten. So 8 Stunden mal. Ich will einfach, dass es wieder hell wird. Ist ja furchtbar. Ich glaube, ich werde Brabil auch erst im nächsten Part erreichen. So. Erstmal bin ich nicht so schwer belastet, verdammt. Und dann... Aha, das ist die Festung Alessia. Oh. Ja, Alessia ist, oder besser gesagt, war eine sehr wichtige Person, die vor langer, langer Zeit gelebt hat. Aber über die kann ich auch in mehreren Büchern nachlesen. Hier Goldrute, aha, weiße Samenkapsel. Ja, okay. Na super, hier ist schon wieder irgendjemand. So, blauer Eisenhut. Ist hier noch ein Marodeur oder irgendwie so? Oder ein Wolf? Irgendwer muss ja hier noch sein. Hier ist eine große Brücke. Da vorne ist ein Oblivion-Tor. Na, wo steckst du? Ich sehe nichts. Ich hasse das, wenn ich nicht das sehe, was ich höre. Ne? Also ich höre einen Feind, aber ich sehe keinen. Das Oblivion-Tor, der interessiert mich schon mal überhaupt nicht. Jetzt jedenfalls nicht. Wenn das jetzt hier nur eine Ratte ist oder... Ich habe keine Ahnung. Hier ist niemand. Wo steckst du? Ja, dann halt nicht. Bin sowieso total falsch. So, Holzkohlenhöhle. Wird mir zu blöd. So, von hier weiter nach... Nach dort eigentlich. Hier über die Brücke. So. Genau, und hier den Weg nach unten. Hä? Nee. Alter, wo geht es hier nach Braville, verdammt nochmal? Hier so. Da lang. Voll komisch, mitten durch die Wildnis. Mann. Also nee, hier ist die Straße. Bin ja wieder mal total vom Weg abgekommen. Da vorne sehe ich wieder ein Oblivion-Tor. Okay, ne, ich war jetzt eigentlich schon hier. Ich wollte da lang und jetzt habe ich hier schon Sada Valet gefunden. Das Süßwasser lange die Festung Alessia und hier eben Hirstines Schrein. Naja, es ist jetzt blöd. In das Oblivion-Tor werde ich nicht reingehen. Ich werde es mir jetzt nur mal einzeichnen lassen. Ich gehe deswegen nicht rein, weil ich ja wieder fast nichts tragen kann. Das würde wieder mal wenig bringen. Ha, genau. Und hier ist noch irgendwo eine... Herberge in der Nähe, aber wenigstens die paar Dedra, die werde ich umbringen, ja. Diese Scum-Viecher. Schwertkampffertigkeit ist verbessert worden. Stirb. So. Ihr habt gefunden, ein Tor nach Oblivion. So, wo ist hier noch so ein Vieh? Ah. Moment. Ich höre was. Das klang wieder so wie ein Clan-Bann. Oder? Dieses... Ah, da vorne. Ah, hier. Klammern Kümmerling. Tot. Und auch tot. So, selber schuld. Gut, also. Keine Sorge, ich werde später noch reingehen. Und jetzt will ich noch wissen, was hier ist. Die Schenke zum schlechten Omen. Die wird später noch wichtig werden. Nicht für die Hauptstory, aber für eine Nebenquest. Aber jetzt bringt sie mir eigentlich noch nichts. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, ich mache hier einfach Schluss, ja, wenn ich hier bei der Schenke zum schlechten Omen gerade bin. Es ist noch ein Stückchen nach Braville, aber wie gesagt, ich möchte halt gerne zu Fuß dorthin. Und jetzt müsste ich eigentlich hoffentlich weit genug weg sein von dem Oblivion-Tor. Ich weiß nicht, wenn ich reingehe und wieder rausgehe, müsste das Wetter auch normal sein, oder? So, mal kurz gucken. Rein und wieder raus müsste das Wetter auch wieder normal machen. So, schwupps, schwupps. Ja, genau. Also, Freunde, im nächsten Part geht es dann zu Fuß weiter nach Braville, das ich im nächsten Part aber bestimmt und hoffentlich wirklich erreichen werde. Also, macht's gut, Freunde. Tschüss.